Hallo, meine lieben Krebse, das ist eure Kartenlegung für den Anfang Dezember. Der Anfang Dezember wird noch auch knackiger Monat, also es wird nicht kein einfacher Monat. Es wird in diese Zeit auch kommen, viel Aggression wie zuvor und auch viel Unruhe, auch draußen Menschen mit Veränderungen nicht einfach umgehen können und manche auch darauf reagieren, etwas aggressiver oder unzufriedener und so weiter. Schau, dass du bleibst in deiner Mitte. Sorg um dich selbst. Vor allem bei Krebsen, ihr nehmt ja so viele Energien von anderen Menschen auch auf, dass ihr bei sich bleibt. Und zieh nicht andere Menschen schon an, sozusagen, wenn die mit eigenen Emotionen nicht zurechtkommen. Also, meine Empfehlung, bleib in der Mitte und das Rest wird sich peu à peu für sich selbst regeln und geh nicht auf Provokation oder auch Aggression ein. So, bevor ich weitergehe, das ist die Tarot de El Tourné. So sieht es aus als Kartenlegung. Ich habe das gefunden bei liliskartenlegen.de vor 13 Jahren, 14 Jahren, so Pi mal Daumen. Das ist ein Sonderbereich, wo andere Karten, nicht nur Lenormand-Karten. Und ja, da kannst du sozusagen auch diese Karten sehen. Ich habe diese Karten früher gelegt. Vor ein paar Jahren habe ich ein paar Karten verloren und habe nicht neue besorgt, aber diese Karten kenne ich und die sind sehr, sehr auch aussagekräftig. Ja, ich musste die suchen, habe in Amazon gesucht, habe in Opa auf den Kopf gestellt und habe durch den Zufall bei eBay in Frankreich gefunden. Die sind auch nicht preiswert. So, wir fangen an. Also, wie immer ist es Kollektivlegung. Das bedeutet, es kann sein, dass du gehst in Resonanz oder auch nicht. Es sollte dir helfen, betrachten, die Situation anschauen. Es zeigt Tendenzen, aber du bist noch immer Erschaffer deines Lebens. Wir Menschen verändern unsere Meinung, wir entwickeln uns weiter, aber diese Tendenzen zeigen von jetzt hier in diesem Augenblick, wohin es führt. Vorausgesetzt, also sozusagen nichts Gravierendes verändert sich oder auch deine Meinung zu etwas nicht verändert sich. Es sollte dir geben Impulse zum Nachdenken, vielleicht auch etwas, was du nicht so siehst und nicht betrachtest, etwas unter den Teppich kehrst, vielleicht auch dadurch besser du auch aufmerksamer zu der Situation wirst. Ich kenne deren nicht. Liebe Männer, bitte ummünzen. Ich freue mich für jeden Like, Abonnement, Kommentar, wenn du oft das meine Videos angeschaut hast. Bitte abonniere, dann kannst du noch immer entscheiden, welche Videos du anschaust, ob das ist nur diese Kartenlegungen, Monatskartenlegungen im Voraus oder auch andere Videos und nach der Lust und Laune sozusagen. Ne? Natürlich, ich empfehle auch andere Kartenleger, wenn du bist in Liebeskummer und sagst, okay, es geht meine Beziehung nicht weiter und ich möchte eine Trennung gut durchstehen und auch aufarbeiten, das, was stattgefunden ist und in Augenhöhe und mit Respekt. Ich empfehle dir Miranda gefragt, also Miranda Grad gefragt. Wenn du dich interessieren, Tagesbotschaften, ich lege auch, aber das macht auch Charlie Message Card, ne? Also Charlie macht die auch und super. Ich habe auch sehr lange die angeschaut. Das sind auch meistens so Impulse, Informationen, positive Art, was mich persönlich auch immer hat erfreut und auch hat gut getan und auch vieles hat auch eingetroffen. Dann, um die Situation mit dem Partner zu schauen, wenn du bist drin jetzt gerade, ich empfehle auch die Melanie Ward of the Cards. Das sind die Kartenleger, mit denen ich oft das angeschaut habe und mir gute Meinung gebildet habe und auch positive Meinung sozusagen. Und natürlich da nur intuitiv, der liegt super auch diese Monatsmitteilungen, Monats sozusagen
Botschaften, und das ist sehr interessant anzuschauen, weil ich lege anders. Ne? Auf jeden Fall, ich empfehle auch andere Kartenleger, um deinen Horizont zu erweitern. Ich bekomme dafür kein Geld, oder auch die wissen nicht davon, und auch mir geht es nicht darum, dass die wissen oder sowas in der Art. Ich mache das einfach, weil ich schätze diese Kartenleger erstens, weil ich mich verneige vor deren Können. Und es ist nicht nur Kartenleger, es gibt ja auch Astrologen, von denen ich anschaue aus Deutschland, wo ich mich wirklich tief verneige vor deren Wissen und deren tollen Sachen. Zum Beispiel, ich mag auch gerne von Palmbibliothek die Lesungen. Das macht der Herr Ritter, ich weiß nicht mit dem Vornamen, ne? Das ist auch super interessant. Das sind dann so mehr geopolitische Sachen, ne? Nicht persönliche Ebene. Ja, ich empfehle diese Menschen anzuschauen, und da ich Karten lege vorwiegend, ich empfehle auch diese Kartenleger. Natürlich gibt es auch weitere Kartenleger. Ich schaue nicht alle an, sage ich gleich. Hat nichts mit meiner Ignoranz zu tun oder sowas in der Art, sondern am Zeitmangel. Ich momentan, wo ich Karten lege, schaue auch seltenst an andere Kartenleger, aber wenn ich etwas mitkriege, dann schaue ich mir das auch an. Manchmal muss ich auch gewisserweise, weil ich selber seltenst Karten lege inzwischen, muss ich auch anschauen, was andere mir für Input geben, um als Reflexion oder zum Nachdenken. Ne? Weil ich persönlich für mich lege, so wie ich euch empfehle, als Impuls, als zum Nachdenken, als Betrachten der Situation von verschiedenen Blickrichtungen. Und natürlich, ich lebe mein Leben und ich nehme die Selbstverantwortung und auch die Konsequenzen trage für das, was ich tue. Aber manchmal ist es gut zu wissen, wie könnte bei den anderen zum Beispiel anfühlen, oder was gerade ist in der Luft oder was ist auf dem Weg zu mir, und zu schauen, oder auch manches, was ich unter den Teppich gekehrt habe und nicht die Aufmerksamkeit drauf schenke. Ne? So, wir fangen jetzt endlich an. Die erste Karte ist das, was in Verstandsebene bei dir so wird stattfinden Anfang Dezember, womit du wirst dich beschäftigen, vielleicht auch Gedanken oder auch solltest betrachten. Hier geht es um Unglück. Vielleicht machst du dir auch Gedanken darüber, was ist für dich Glück und Unglück, weil das ist ja sehr nah nebeneinander. Es ist so, wenn wir erleben ein Unglück, egal welche Art, ob das ist Schicksalsschlag oder auch finanziell oder auch beruflich oder auch Erkrankung oder auch, dass es nicht uns persönlich betrifft, sondern ein Außen von uns sozusagen, unsere Familienmitglieder und so weiter. Das nimmt natürlich mit. Aber gleicherzeit ist auch, wir dann können auch schätzen das Glück. Und ich empfehle wirklich, wenn du auch in Tiefe bist, jetzt in diesem Wetter, mit diesem Wetter, mit diesem Dunkelheit und November, Dezember, mit dieser Stimmung sozusagen, was wir erleben, schau nach der Dankbarkeit. Auch wenn das ist das Kleinigkeit. Bitte nicht betrachte dich wie anderen, wie geht es anderen. Nein, schau, wie geht es dir. Natürlich, wir verändern auch. Aber sei auch dankbar. Du hast gerade Internet und kannst auch diesen Video anschauen. Das ist nicht verständlich. Das ist nicht keine Selbstverständlichkeit. Du hast ein Zuhause. Du hast ein Dach zum Überkopf. Ich habe schon gestern in einem Video gehört oder gesagt, besser sagen, ich habe auch vor ein paar Tagen gehört, die Obdachlosenzahl in Deutschland ist um Doppeltes erhöht. Also, und das ist schrecklich. Nicht mal reden darüber, wie viel wir haben, neue Einwohner in Deutschland. Ne? Das ist keine Selbstverständlichkeit, heutzutage eine Wohnung zu haben oder ein Zuhause zu haben, ein Dach über dem Kopf. Auch für dieses vielleicht bescheidene Mahlzeit, auch wenn das ist sozusagen etwas ganz, ganz Einfaches und total Preiswertes ist, und du musst es auch knappen über das Geld und überhaupt das zu erwerben, sei dankbar.
Weil du hast noch etwas zu essen. Es könnte ja noch schlimmer sein. Ich weiß, man sollte nicht sozusagen so sprechen. Natürlich, es gibt Menschen, die haben ohne Ende Geld und so weiter. Aber hier geht es darum, Dankbarkeit, was du hast, was du erlebst. Auch wenn du erlebst etwas Unangenehmes und Unschönes. Trotzdem sei dankbar. Weil es ist wirklich, ich konnte vor ein paar Jahren, wo mir sehr, sehr schlecht ging, könnte einen wahrscheinlich, wenn er würde sagen, ja, sei dankbar für das, was du erlebst, könnte ich wahrscheinlich eine klatschen und sagen, was für Mist du erzählst. Und ich verstehe, wenn du das auch so empfindest. Aber ich muss sagen, nach meinem tiefen Loch, ich war in sehr, sehr tiefen Lochen für mich, bin ich rausgeklettert und ich bin auch dankbar, dass ich hatte diesen Loch, weil ich habe eine andere Wertschätzung erlebt. Ich habe verstanden, was für mich wichtig ist. Ich habe auch wertgeschätzt, was ich habe und wie Wertschätzung ist, wie Gesundheit ist wichtig. Oder Wertschätzung auch erlebt, wie wichtig auch, oder für mich war wichtig, dass ich habe eine wunderbare Familie und Menschen, die mir sehr wichtig sind und die zu mir gestanden haben und waren für mich da in dieser schwierigen Zeit. Es konnte noch schlimmer sein. Und auch wenn es war keine einfache Zeit, ich bin dankbar, weil ich habe vieles gelernt. Das war sehr, sehr teure Lehren, ja. Aber diese Lehren, wenn es mir ginge gut, würde ich niemals erlernen. Und wenn du jetzt betrachtest dein Unglück, was du als Unglück empfindest, das ist immer subjektiv. Für einen ist es Trennung von Partner ist wirklich zerschmetternd, völlig am Boden. Für anderen ist das Verlust von der Arbeit. Für Dritten ist das in familiäre Situationen und so weiter. Es gibt Sachen, die müssen, wir kommen nicht drum herum. Wir müssen leider durch. Und auch wenn du in Tiefe bist, versuch es positiv gewisse Weise zu sehen. Ich weiß, das ist sehr, sehr schwierig, aber versuch sozusagen auch in den Unglück, was du empfindest, was Positives sehen. Ich weiß, das ist wirklich schwer. Und vielleicht dir hilft wirklich diese Dankbarkeit. Dankbarkeit, um diesen Unglück zu mindern. Ich weiß, dass es schrecklich klingt, aber ich empfehle natürlich, dass es dir überlassen, was du aus diesen Worten ziehst raus, ob das dir etwas besser hilft oder auch nicht, oder auch überhaupt sagst, nö, Ilona, du redest so viel Scheiß, kann ich nachvollziehen. Ich habe Ähnliches auch erlebt oder nicht Ähnliches. Ich habe auch schwierige Phasen in meinem Leben erlebt. So ist das nicht. Ne? Aber du betrachtest hier aus Gedanken, machst dir über Unglück, was ist Unglück oder über deinen Unglück. Was denn gefühlsmäßig ist, gefühlsmäßig wirst du Unterstützungsgefühl haben und das ist wunderschön. Es wäre noch schlimmer, wenn du fühlst unglücklich. Das wäre noch schlimmer. Hier machst du dir Gedanken und du wirst irgendwo Unterstützung bekommen. Es kann sein, dass es sozusagen etwas fügt sich zusammen oder du Unterstützung von außen bekommst, von Verwandten, von Bekannten, von Freunden oder auch ganz einfach ein freundliches Wort. Irgendwo wirst du geleitet. Vielleicht ist das auch von der oberen Macht Unterstützung, dass deine Wege werden peu à peu geebnet. Oder es klingt wirklich banal oder auch ein bisschen bescheuert, ich weiß. Ich gerne versuche und bemühe mich, wenn ich durch die Straßen gehe, gehe einkaufen, Menschen anzulächeln. Wirklich herzlichen Lächeln. Weil ich weiß, wo ich war in meinen Tiefen. Das war vielleicht das Lächeln meines Tages oder der Woche. Und ihr kennt auch, manchmal, das baut auch einen auf, ein freundliches Hallo und ein Lächeln. Und ich empfehle, auch wenn es nicht einfach ist, freundlich jemand anzulächeln, Hallo zu sagen, das kann den Menschen aufbauen.
Und vielleicht auch dieser Mensch sagt auch dir freundlich zurück und auch anlächelt. Und dann ist so eine Spiegelwirkung. Du sendest was Gutes und kommst zurück. Und das kann auch eine Unterstützung sein. Überleg dir, ob du kannst damit irgendwie weiterkommen. Ob dich irgendwie weiterbringt, das, was ich sage. Versuch es. Versuch es, wirklich. Vielleicht auch versuche es jeden Tag 3 Minuten vor dem Spiegel lächeln, um in den Schwingungen kommen, weil der Körper reagiert auch zusammen mit unserem Verstand. Ne? Also wenn du lächelst, automatisch verändern die Muskulatur ins Gesicht. Irgendwann auch in den Körper kommt auch die Ruhe und auch das verändert auch unseren Empfinden. Deswegen empfehle ich zu lächeln. So, die Tendenzen Anfang Dezember für dich. Hier geht es um Feuer. Du wirst wahrscheinlich voller Feuer und Tatendrang sein. Hier kann auch natürlich sein, auch die Leidenschaft, natürlich. Aber ich glaube, es ist Feuer voller Tatkraft. Wenn du diese Energie hast, dann nutze es. Es gibt vieles, was du voranbringen kannst. Und bitte, mein Spruch ist das auch, in gewisser Weise, auch wenn ich nicht immer befolge, auch vor allem wenn ich in der Tiefe bin, nicht befolge, gibt es dieser Spruch, nur der Stillstand ist der Tod. Es klingt komisch, ich weiß, aber solange du bist wie auf dem Fahrrad und irgendwie weitertrittst, egal um was es geht, irgendwas machst, auch wenn du sozusagen sagst, diese kleine Ecke, ich jetzt räume auf, das tut dir gut, weil du siehst diese Veränderung. Und zum Beispiel, ich habe beobachtet in meinem Leben, ich mache auf den Zettel 3 Anrufe und einen Brief und ich sehe nicht dieses Ergebnis, wie wenn ich aufräume eine kleine Ecke. Beweg dich weiter, irgendwas machen, auch wenn du vielleicht nicht sofort die Resultate siehst und Ergebnisse, trotzdem machen. Du wirst dann später rausfinden, für was es das gut ist. Wenn du hast jetzt die Energie voller Tatkraft voraus, dann voraus. Du kannst das hier Negatives verändern und auch du hast ja auch den Segen sozusagen. Du hast Unterstützung auf irgendwelche Art. Einfach weitermachen. So, was sagen uns denn die Mondkarten? Sagen uns die Karten, was gerade ist so los für euch, meine liebe Krebse, im Anfang Dezember? Also, wenn die sind auf den Kopf, das ist kein Problem. Ich lege immer blaue Eule, rote Eule, weiße Eule, immer von Urania Verlag. Oh, da ist einiges nicht so gut. Also Krebs, es kann sein, dass es für euch ist, dass die Beziehung ist zu Ende. Hier geht es vielleicht sogar um Scheidung. Weil der Turm und Ruten könnte auch sein, gerichtliche Sachen und totales Ende. Aber es ist einiges, wird in Verluste von diesen ganzen Spannungen, was hier ist, gehen. Auch Sehnsüchte gehen in Verlust. Du hast auch Verluste, Verluste in Harmonie, du hast nicht Gefühl von Mitte. Vielleicht das auch erklärt, diese Feuer in dir, diese 2 Hähne, diese Karte. Dass du bist dann gewisserweise emotional aufgebracht auch und voller Power. Also ich empfehle wirklich, liebe Krebse, bleibt in der Mitte. Man kann nicht diskutieren in emotionaler Ebene. Man erreicht anderen Menschen nicht. Man automatisch, wenn jemand voll emotional auf dich zugeht und will mit dir reden, ziehst du zurück. Das ist auch umgekehrt. Wenn du auf jemanden zugehst, emotional, kann man keine Lösungen finden, sachliche Lösungen. Weil man ist eigentlich, man beschreibt nur Emotionen. Und man ist aufgebracht und voller Gefühl. Dein Partner hat manches, ist es für ihn unklar und geheim und unklar.
Und für dich ist es, ja, konnte auch so ein totales Ende. Also es ist keine schöne Zeit. Natürlich, das trifft nicht alle Krebse, bitte nicht missverstehen. Liebe Krebse, das ist eine Kollektivlegung, das ist keine Privatlegung. Das bedeutet, es kann sein, dass es vielleicht von 1000 Leuten ist, wirklich die drei Personen sind wirklich Entscheidung, vielleicht eine Person, vielleicht auch gar keine. Und vielleicht drei Personen sind wirklich sagen, komplett Beziehung ist zu Ende. Es ist Trennung. Aber vielleicht ist es ganz einfach, zeigt die Tendenzen, wohin es könnte führen, wenn man nicht aufpasst. Die Karten zeigen eher Tendenzen. Du aber erschaffst dein Leben. Du kannst entscheiden, wie geht es dein Leben weiter. So, für deinen Partner ist hier Freundeskreis, Veränderungen dort wichtig. Für dich sind die Verluste, auch Harmonieverluste, vielleicht in Familie, ja, dass du aufgebracht bist. Du bist nicht ganz ehrlich. Es ist irgendwie, du schummelst, weil bei dir ist der Fuchs im Rücken. Du machst dir Gedanken über scherzliche Nachrichten oder Liebesnachrichten. Vielleicht gehst du auch die herzlichen Gespräche durch, was du irgendwo mit deinen Partnern gehabt hast und nochmals betrachtest. Die Liebe erkältet sich. Das ist auch abhängige Liebe. Das ist nicht die Liebe auf Augenebene, sondern mit Abhängigkeit. Vielleicht kannst du nicht mehr diese Liebe führen, weil du merkst, das nimmt sehr viel Energie von dir weg. Du fühlst dich abhängig. Das ist sozusagen, was du manchmal fragst. Ja, dieser Mensch verletzt mich. A, B, C, D, E, F, G mal. Wieso ich noch hänge, noch immer an diesen Menschen? Dieser Mensch hat mir so viel Schmerz geschmettert und so viel verletzt und diese Person sogar vielleicht wusste, was sie tut. Und du fragst, ja, wieso bleibe ich hier? Wo ist noch meine Selbstachtung, meine eigene Achtung vor mir selbst, meine Würde, meine Selbstbewusstsein? Und dann ist es wirklich, wenn man solche Fragen anfängt zu stellen, muss man fragen, ist das vielleicht eine Liebe, die abhängig ist? Dass man ist angewiesen, an diesen Menschen zusammen zu sein, egal wie dieser Mensch dich behandelt. Das ist ungesund. Das ist sehr, sehr ungesund. Weil man kann wirklich einen Menschen, der in Liebe ist, abhängig, wirklich sehr vieles mit denen machen. So, hier geht es auch kleines Glück im Haus bei deinem Herzensmenschen. Bei dir auch wahrscheinlich emotionale Sehnsucht und unerfüllte Gefühle, unerfüllte Sehnsüchte gehen in Verlust. Also du merkst, dass irgendwas, deine Sehnsüchte nicht erfüllen sich. Das wird schwierig sein. Du hast möglicherweise Spannungen oder auch plötzlich einen Neubeginn, Spannung mit Kind. Vielleicht auch Gespräche. Vielleicht hier geht es auch um Kind. Und gerichtliche Verhandlung, ne, könnte auch sein. Und für dich ist es sozusagen in dieser Hinsicht, vielleicht geht es wirklich um Sorgerecht für die Kinder auch. Das für dich ist da sagst du, jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Und ich finde traurig, dass es meine persönliche Meinung ist, wenn ein Rosenkrieg wird auf Rücken der Kinder ausgetragen. Manchmal müssen wir wirklich als Mutter und Vater auch um eigene Kinder sorgen, das, weil wir wissen, der Partner kann nicht dafür sorgen. Und manchmal ist wirklich, man versucht das Kind unbedingt zu bekommen, zu sich, aber man weiß nicht, wie man das gebacken kriegt. Arbeit, versorgen dieses Kind und so weiter. Also muss man da auch ein bisschen überlegen oder nachdenken. Ne? Und hier sind solche Themen. Bei dir ist auch eine schicksalhafte Entscheidung wahrscheinlich. Durch die Verluste, die du betrachtest, nicht. Emotional wirst du auch ziemlich nicht auf jeden Fall mitgenommen sein. Du wirst irgendwo auch aufbrechen. Du wirst auch Sehnsucht haben nach entweder einem Vertrag, einer Vereinbarung. Also wenn du kannst irgendwas vereinbaren, dann solltest du auch machen. Ist es Sehnsucht, ist es Aufbruch in eine Vereinbarung, Beziehung? Vielleicht geht es hier nicht um beziehungsmäßig, sondern wirklich Vereinbarung, wie man etwas regelt, irgendwas klärt oder wie man diese Situation auf die Reihe bekommt, wenn die Kinder sind auch im Spiel. Bei deinem Herzensmenschen möglicherweise geht es um den Leben betreffend der Familie eine Rolle, aber kann auch sein, dass Sexualorgane auch eine Rolle spielen.
Vielleicht da gibt es irgendwelche Problemchen sozusagen im südlichen Bereich, dass man sozusagen muss einen Urologen besuchen oder einen Arzt aufsuchen oder sollte man betrachten, vielleicht sollte man auch einfach abchecken, ob alles ist in Ordnung. Bitte nicht missverstehen, das ist allgemein dieses südliche Bereich, dann kann auch Urologie sein und alles, was dazu gehört. Ne? Ja, dein Partner schaut auf die Veränderungen. Für ihn wird es, also dein Herzensmensch, es geht um auch Glück in der Beziehung, geht es auch viel Aufregungen betreffend Finanzen, auch wahrscheinlich auch Hektik, Aufregungen, Unruhe, flatterhafte Gefühle sozusagen. Du hast auch Sehnsucht irgendwie besuchen, etwas im Grünen, vielleicht möchtest du auch irgendwo rausgehen aus dem Haus, vielleicht machst du auch Spaziergang oder auch irgendwo fährst, vielleicht auch machst Bummel durch die Stadt. Du blockierst auch die Gespräche. Oder es werden die Gespräche blockiert. Du sagst, nee, ich habe keinen Bock mehr zu streiten. Auf diese Ebene, ich begegne nicht. Und für dich wird auch die Arbeit eine wichtige Rolle spielen. Auf die Arbeit kommt auch Anerkennung, also wird auch positiv sein. Vielleicht muss auch einiges geändert werden. Bei Finanzen wird auf jeden Fall im häuslichen Bereich eine Rolle spielen. Kann sein, dass du hast Ausgaben im Haus, Haushalt, natürlich auch Familie und so weiter. Und die Finanzen spielen auch große Rolle mit deinem Partner. Und dieser Mensch hat auch mit Finanzen, entweder ja, bei ihm auch die Finanzen spielen eine große Rolle und wird in Zukunft betreffend das Zuhause. Vielleicht geht es hier auch um Unterhaltszahlungen oder Gelder sozusagen, jeglicher Hinsicht. Für deinen Partner ist irgendwie Mentor ist wichtig und vielleicht auch ein Mensch, der Vater, Mutter. Es könnte auch die Familie sein von ihnen, weil die beide Schlange und wir stehen nebeneinander. Vielleicht da gibt es einiges, was er bespricht und klärt. Er betrachtet nicht so viel die Freundschaft, ist aber momentan ehrlich und aufrichtig, weil der Hund nicht nur schaut dahin, sondern auch Hund ist im Rücken. Also er versucht aufrichtig und ehrlich voran etwas zu bringen. Diese hier, Lügen, die Lügen gibt es auch in der Liebe betreffend eine andere Frau. Vielleicht diese Frau, das ist die Mutter von ihm oder auch bekannte Freundin oder wer auch immer. Vielleicht auch ein bisschen auch kocht ihren Süppchen, könnte auch sein, dass sie da ein bisschen Finger im Spiel hat. Und es ist nicht ganz Ehrlichkeit, es ist in der Liebe. Ne? Beziehung, es ist Sehnsüchte da, aber es. Die Verbindungen werden irgendwie, Vereinbarungen werden auch positiv kommen. Wenn ich schaue auf deinen Herzensmann, wenn wir schauen den Schicksalspfad, es geht um, du bist sehr wichtig für ihn. Also du bist jetzt sein Schicksalspfad. 1, 2, 3, 4, 5. Die Finanzen, die Aufregungen darüber. Möglicherweise geht es hier auch um den Vater. Oder eine Mentorperson, einen älteren Mann, Herzlichkeit, 1, 2, 3, 4. Großes Glück durch Freunde. Vielleicht die Freunde irgendwie ihn unterstützen, vielleicht geht es hier auch um Geld von dieser Person oder mit dieser Person. Hier geht es auch um Neid und Eifersucht. Also Bier steht nicht nur für Ex, Vater, Mutter, nee, Vater, Schwiegervater, Mentor, Chef und so weiter. Es kann auch stehen, auch um Eifersucht oder Besitz. Vielleicht geht es hier Aufregungen betreffend, ja, oder auch Nein betreffend, Neid betreffend Geld oder auch Aufregung darüber. Es kann auch sein, Eifersucht in der Liebe. Es gibt verschiedene Deutungen. Also ich stelle nicht nur eine Deutung fest, ich schaue auch mehrere. Das wird aber auch dein Schicksalsfaden. Für dich wird es wichtig, Aufregungen wegen den Finanzen. Finanzen werden wichtige Thema für dich.
Dann kommt es auch natürlich auch die Aufregungen, der ältere Herr, die Herzlichkeit, vielleicht auch Neid und Eifersucht. Vielleicht auch da spielt eine Rolle. Eins, viel Energie in der Freundschaft. Also wahrscheinlich eine glückliche Freundschaft geht zu Ende. Oder muss irgendwas verändert werden. Oder wirklich, man muss sozusagen in der Freundschaft muss transformiert werden und klaren Tisch machen. Was ich hier sehe, ist es leider keine schöne Karten. Hier kann wirklich stattfinden, dass es irgendwas, entweder vor Gericht, dann geht es um die Kinder, konnte sein. Oder für dich ist das wirklich Scheidung. Oder du sagst so, das, was hier passiert, geht gar nicht. Aber ich kann dir sagen, das wahrscheinlich auch in Öffentlichkeit ist, ist auch schicksalhaft, wird auch emotional mitnehmen. Leider, ich werde hier nicht dir erzählen, viele Freude, Eierkuchen, wenn das nicht so ist. Das wird aber sich legen. Das wird wahrscheinlich kein einfaches Brocken Anfang Dezember. Deswegen empfehle ich auch, bleib in der Mitte, bleib bei sich. Wenn du hast einen Gerichtstermin, bitte sei sachlich. Egal in welchem Bereich, bleib sachlich. Weil hier als Krebs hast du mehr Emotionen als dein Partner. Mach dir darüber wirklich Gedanken. Also jetzt nehme ich die Karten raus und schauen wir nach. Ich hoffe, dass es deine Nicht-Karten sind. Ich bitte nicht vergessen, es ist Kollektivlegung. Nicht jeder von euch ist verheiratet, nicht jeder hat Kinder, nicht jeder hat einen gerade möglicherweise Streitigkeiten vor Gericht. Auf dich, auf deinen Herzensmenschen und überlege auch, zwar der Fuchs schaut auch auf dich, das es kann auch Lügen sein, aber auch tricksreiches Verhalten. Überleg dir selbst, dass es immer meistens so trickreiches Verhalten auch irgendwas fällt auf die Füße. Die Lügen fallen immer auf die Füße. Es ist nur die Frage, wann. Kurze Zeit, Veränderungen, Neubeginn, schicksalhaft und wir schauen. Wir schauen auch die Behörden oder Trennung. Hier werden auch Aufregungen sein. Entweder auf der Behörde oder Amt oder ja, Gericht, ne? Oder Prozessaufregungen, Hektik. Kleines Glück trotzdem kommt auch finanzielle Art. Bei deinem Herzensmenschen ist auch große Rolle spielt auch das, die Liebe, die Herzlichkeit. Die Veränderungen werden stattfinden, die werden mit viel Energie stattfinden, durch viel Energieeinsatz oder auch mit Glück, mit großem Glück, weil Sonne ist großes Glück. Was das Kinder betrifft, hier geht es auch um Freundschaften, vielleicht auch Kinderfreundschaften. Vielleicht geht es hier auch um Freunde, welche Rolle die spielen, auch bei den Kindern, was die dazu sagen. Auf dich selbst, hier geht es um einen älteren Herrn. Das kann auch ein Ex sein, das kann aber auch sein, dein Vater, Schwiegervater, Mentor, und vielleicht auch Neid und Eifersucht und Besitzgreifendes. Ja, die schicksalhaft ist das auch, manches muss zu Ende gehen und auch transformiert werden. Also möglicherweise, du musst manche Sachen in deinem Leben wirklich gewisserweise durch die Ereignisse im Dezember auf Boden verbrennen, sozusagen alle Brücken verbrennen und wie Phönix aus der Asche rauskommen. So, das ist meine Legung für euch, meine lieben Krebse. Denkt daran, das ist Kollektivlegung, das ist keine Privatlegung. Natürlich lege ich auch Privatlegungen. Das bedeutet, du kannst bei mir persönlich melden, per WhatsApp oder E-Mail. Das Weitere besprechen wir dann. Und ja, eins nach dem anderen. Bleib in der Mitte. Und denk daran, es ist nur bestimmte Zeit. Es wird besser. Alles Gute dir und ich drücke dir die Daumen. Bis bald.